Viele von euch warten auf die Einreisebestimmungen, die ab dem 1. November gelten sollen. Dazu kann ich schon mal sagen, es ist noch nichts definitiv. Die Sitzungen laufen noch, das Parlament bzw. der Premierminister hat noch nicht entschieden, wie die Einreisebestimmungen genau sein werden. Es sickern da aber immer weitere Informationen durch an die Presse und wir haben schon mal was, was wahrscheinlich kommen könnte, aber da fehlt natürlich noch viel. Hallo Leute, da ist wieder Mario aus Thailand. Im heutigen Video, wie gesagt, schauen wir uns mögliche Einreisebestimmungen an ab dem 1. November für Thailandreisen und dann wieder ein paar Fragen aus der Community oder von der Community beantworten. Legen wir mal los. Wie bereits erwähnt, es laufen immer noch Sitzungen. Wir warten alle gespannt auf eine Pressemitteilung vom Premierminister oder vom Büro des Premierministers, was jetzt genau dann ab dem 1. November gelten soll und vor allem, wer einreisen darf, welche Länder bzw. Staatsangehörige sind auf der Liste. Was wissen wir bereits, was kommen könnte? Also, das Gesundheitsministerium wird bekannt geben, wer oder aus welchen Destinationen man einreisen kann. Da spricht man von Personen, die dort in diesem Land wohnhaft sind, leben und natürlich auch Staatsangehörige. Also wenn die Schweiz auf der Liste sein sollte, was man oder wovon man ausgeht, dann heißt das, dass Personen, die in der Schweiz leben und angemeldet sind, einreisen können, sowie aber auch Schweizer, die jetzt zum Beispiel in Deutschland leben, weil Deutschland wird höchstwahrscheinlich auch auf der Liste sein. Bei Österreich wissen wir es noch nicht, es könnte gut sein, dass Österreich und noch viele weitere Länder auch auf die Liste kommen, aber das ist noch nicht bekannt. Also eine Voraussetzung, man muss aus einem Land kommen, das von der Gesundheitsbehörde Thailand anerkannt ist für die Einreise. Das bedeutet, in diesem Land müssen die Covid-19-Infektionszahlen oder die Zahl der Getesteten, die positiv sind, niedrig sein. Erste Voraussetzung. Dann die Personen, die einreisen wollen ohne Quarantäne, die müssen ein Impfdokument vorweisen können. Da wird jetzt nicht irgendwie nach einem internationalen verlangt, sondern das Impfdokument des jeweiligen Landes, wo man nachweisen kann, dass man geimpft ist. Man kann auch als Nicht-Geimpfter einreisen, jedoch mit Quarantäne. Da werden wir dann sehen, ob es hier eine Änderung gibt, aber aktuell sind es 10 Tage Quarantäne für Nicht-Geimpfte und ab dem 1. November sollen eben dann Geimpfte ohne Quarantäne einreisen können. Es hat aber einen kleinen Haken, darauf komme ich gleich zu sprechen. Dann, man braucht vor der Abreise einen negativen Covid-Test, beziehungsweise ja, ein Schreiben von einem Arzt oder von einem Testcenter, dass man negativ auf Covid getestet wurde. Das wird wahrscheinlich dann auch kommen. Dann muss man die erste Nacht in einem Hotel verbringen. Nur eine Nacht muss man in einem Hotel verbringen. Das wird darum gehen, oder das haben sie deshalb gemacht, weil bei Ankunft in Thailand wird auch nochmals oder höchstwahrscheinlich ein Covid-Test durchgeführt. Und da muss man halt dann auch das Resultat demjenigen bekannt geben, der eingereist ist. Deshalb verlangt man, dass die erste Nacht in einem bekannt gegebenen Hotel stattfinden muss. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand nach Bangkok fliegt, dass er vielleicht die erste Nacht in einem Hotel in der Nähe des Flughafens untergebracht ist oder in der Stadt, wo auch immer, damit man ihm dann am nächsten Tag das Testresultat bekannt geben kann vom Covid-19-Test. Aber dazu habe ich dann auch noch ein paar Infos, weil da muss man auch was berücksichtigen. Dann muss man bei Ankunft noch eine App installieren, davon geht man auch aus. Wenn der Test negativ ist, nach dem ersten Tag können die Geimpften ganz Thailand uneingeschränkt bereisen. Wir haben zurzeit noch die Mund-Nasen-Schutzpflicht, vielleicht fällt die ja weg ab dem 1. November. Wer weiß es, noch niemand. Jetzt aber ganz wichtig, und ich glaube, das verstehen viele nicht. Auch wenn man geimpft ist, kann man ja das Virus weitergeben. Und man reist ja ein, also vor der Einreise Covid-Test in Thailand, bei Einreise auch nochmal einen Covid-Test.
So, was ist jetzt aber, wenn du negativ getestet wirst, du kannst in Thailand herumreisen und du wirst irgendwo in Thailand also angesteckt und kommst dann in eine Kontrolle, in ein Screening oder sonst irgendwo, du musst in ein Krankenhaus und wirst positiv auf Covid-19 getestet. Das heißt automatisch, dass du in Quarantäne musst. Ob geimpft oder nicht geimpft, du wirst in Quarantäne kommen, wenn du dich hier in Thailand anstecken solltest oder positiv getestet wirst. Dasselbe Problem haben wir auch. Jeder, der hier lebt, ist klar, wenn du positiv bist, musst du in Quarantäne. Da fragt sich der eine oder andere halt auch, ob es sich lohnt, hier Urlaub zu machen, während die Zahlen in Thailand selber ja noch sehr hoch sind. Klar, man will Urlauber, die kommen, aber man muss einfach auch damit rechnen, dass wenn man positiv getestet wird, der Urlaub zu Ende ist und man halt dann in Quarantäne sein muss und dass auch die Heimreise unter Umständen verzögern wird. So viel zu den möglichen Einreisebestimmungen ab dem 1. November. Jetzt würde ich wieder ein paar Fragen beantworten. Da gibt es ja reichlich in den Kommentaren der Videos. Und zwar Horst hat noch eine interessante Frage gestellt. Ich spreche immer über die Einreise für Touristen etc. Aber wie ist es dann eigentlich mit der Ausreise? Also es gibt ja Expats, also Leute wie mich, die hier leben. Und die möchten ja vielleicht auch mal Thailand verlassen, nach Europa gehen, Freunde, Familie besuchen und wieder einreisen. Wie schaut es da aus? Also grundsätzlich für die Einreise, für die Wiedereinreise gelten dieselben Bestimmungen wie für die Touristen. Also man muss auch entweder geimpft sein, man kommt dann ab dem 1. November hoffentlich rein, ohne großes Tamtam und ohne Quarantäne. Und nicht Geimpfte müssen 10 Tage in Quarantäne, außer das ändert noch ab dem 1. November. Für die Ausreise gelten die Einreisebestimmungen für das Zielland und die kann ich jetzt nicht alle hier separat aufzählen, das würde den Rahmen des Videos sprengen. Also wenn einer in die Schweiz will, dann muss er halt sich erkundigen, wie die Einreisebestimmungen für die Schweiz ist, Deutschland, Österreich etc. Ganz wichtig, und jetzt spreche ich die Versicherungen an. Wahrscheinlich wird es dabei bleiben, dass jeder, der einreisen will, eine Covid-19-Versicherung braucht. Macht ja auch Sinn, weil wenn er hier krank wird und ins Krankenhaus muss, irgendjemand soll ja auch die Rechnung bezahlen. Jetzt, wenn ein Expat Thailand verlässt, sofern er kein Multiple-Entry-Visum hat oder Aufenthaltsgenehmigung, braucht er eine Re-Entry-Permit, kann er bei der Immigration besorgen, kostet glaube ich um die 900 Baht. Und dann kann er auch wieder einreisen, das nicht vergessen. Das zweite, wenn du noch keine Krankenversicherung hast, als Expat in Thailand und du verlässt das Land, dann kann es sein, dass du nicht mehr reinkommst, weil die aktuell halt für die Einreise eine Krankenversicherung sehen möchten. Wenn du ein Visum im Ausland beantragen musst oder eine Einreisegenehmigung oder weiß ich was, also solange das Certificate of Entry noch beantragt werden muss, wird dort halt oft auch nach Versicherungsschutz gefragt. Und den braucht man. Und darum würde ich mir halt als Nichtversicherter, der in Thailand noch lebt, gut überlegen, ob man Thailand verlässt und dann halt vielleicht gestrandet ist in Europa, weil man keine Versicherung mehr bekommt oder hat. Also das ist ein Problem. Das haben wir in den letzten Wochen öfters gehört von Personen, die eben Thailand verlassen haben und wieder einreisen wollten. Also da müsste man halt vielleicht zuerst in Thailand mal schauen, ob man doch nicht irgendwo eine Krankenversicherung abschließen kann. Nächste Frage von Roland Mäder. Er fragt, wie es ausschaut, ob man auch, wenn man in Sandbox geht, ob man dann auch die Quarantäne an einem anderen Ort absitzen kann etc. Und er schreibt noch, er hat für Dezember gebucht. Also ab dem 1. November, da wird sich ja wahrscheinlich eh alles ändern, das fällt dann alles weg. Also es wird dann so sein, wenn es dann kommt, dass man, egal wo man einreist, Bangkok oder Phuket oder Samui, wie auch immer, also ja, Transit Bangkok, Samui, dass man einfach die erste Nacht in einem Hotel sein muss. That's it. Und danach kann man überall hin. Also bucht am liebsten, wenn ihr jetzt buchen müsst und nicht noch 2 Wochen warten könnt, weil in 2 Wochen wissen wir sicherlich mehr, aber wenn ihr jetzt buchen müsst, bucht vielleicht 1 bis 2 Nächte in Bangkok, Phuket oder Samui in einem Hotel, bevor ihr dann an die Weiterreise denkt. Da
Dann habe ich für euch noch eine ganz interessante Information. Und zwar wird wahrscheinlich Emirates ab dem, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, da müsst ihr mal nachschauen, ab dem 1. Dezember oder 1. Januar alle Passagiere, die mit Emirates fliegen, versichern. Und zwar auch gegen Covid-19. Das heißt, wer ab dem 1. Dezember oder 1. Januar, macht euch da selber schlau, wenn ihr bucht, kriegt ihr bei Emirates eine Versicherung inklusive. Ich glaube, das ist, da sind sie zurzeit einzigartig mit diesem Angebot. Die haben da eine Marktlücke gefunden. Also das würde dann auch bedeuten, dass ja, man einfach mit Emirates fliegen kann und man hat alle Versicherungen, die man braucht. Und die nehmen einen, die schauen dann natürlich auch, dass wenn man jetzt in Thailand oder irgendwo sonst in Quarantäne muss und so, dann werden auch diese Kosten gedeckt. Wenn wir aber gerade noch bei diesem Thema sind, wenn ihr so eine Versicherung abschließt für Covid-19, dann, ich habe es ja vorher gesagt, ist ja gut möglich, dass ihr in Thailand positiv getestet werdet und ins Krankenhaus müsst, dass die Versicherung das auch bezahlt. In der Regel bezahlen sie das auch, aber sicher ist sicher, lieber einmal mehr nachfragen. Für deutsche Staatsangehörige, Hanse Merkur ist da eine sehr gute und auch günstige Versicherung. Dann fragen auch sehr viele immer wieder, wie schaut es denn aus, wenn ich nicht direkt nach Thailand fliege? Zum Beispiel von Deutschland über Zürich nach Thailand oder von Deutschland nach Dubai und dann nach Thailand. Das ist absolut kein Problem. Ihr könnt so fliegen, wie ihr wollt. Ihr müsst einfach immer im Transit bleiben. Wenn ihr im Transit bleibt und weiterfliegt, ist es kein Problem. Thailand interessiert es nicht, ob du jetzt von Dubai kommst, von Deutschland, von der Schweiz oder weiß ich was. Thailand interessiert sich nur dafür, von welchem Flughafen aus du startest. Also wenn es nachher heißen wird, es dürfen deutsche Staatsangehörige oder Leute, die in Deutschland leben, einreisen, dann schauen die einfach, ob der Flug von Deutschland, nehmen wir jetzt mal an Frankfurt, schlussendlich in Thailand ist. Wenn jetzt der Flug über Dubai geht und du dort 2 Stunden Aufenthalt hast im Transit, dann ist das kein Thema. Weil du wirst den Transit nicht verlassen, du steigst in den nächsten Flieger und fliegst dann nach Bangkok. Das ist ja eigentlich Sinn und Sache auch von deinem Ticket, weil dort steht ja drauf Frankfurt, Start, Ende Bangkok zum Beispiel. Und das geht, also da muss man sich keine Sorgen machen. Dann ein weiterer wichtiger Hinweis. Das eine ist das Visum oder die Einreisedokumente plus Certificate of Entry, was ja wahrscheinlich ab dem 1. November für Geimpfte auch wegfallen wird, das Certificate of Entry. Aber die Fluggesellschaft befördert euch von A nach B und die haben auch oftmals ihre eigenen Bestimmungen. Und oftmals sind eben auch die Bestimmungen der Fluggesellschaft vielleicht noch etwas strenger als die Einreisebestimmungen im Zielland. Also schaut auch, bevor ihr nach Thailand reist, was die Fluggesellschaft von euch verlangt. Es kann gut sein, dass die Fluggesellschaft sagt, dass die Impfung nicht älter als ein Jahr sein darf, für die, die geimpft sind. Das könnte sein. Und halt sonst noch ein paar Sonderregeln haben für den Transport. Aber wer in der Regel ins Flugzeug steigen darf, kann, der wird auch in Thailand einreisen können. Also da gab es sehr, sehr selten Probleme. Und was ich auch gehört habe aus der Community von denen, die eingereist sind, vieles hört sich extrem strikt an und Dokumente da, Dokumente hier. Aber wenn man dann in Thailand gelandet ist am Flughafen, da berichten 90%, dass es relativ rassig und easy geht, dass man einen Großteil der Dokumente nicht mal vorweisen muss, dass man sich frei bewegen kann und und. Also, wie sagt man so schön, es wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird, irgendwie so. Also, es ist nicht, wenn man dann mal hier ist, dann geht es dann in der Regel relativ locker zu und her. Dann greife ich nochmals kurz das Thema Kinder auf, Einreise mit Kindern. Und da wissen wir wirklich noch nicht viel. Bis dato hieß es, oder das ist aktuell so, wenn Kinder einreisen, müssen die Eltern mit den, also wenn die Eltern geimpft sind, die Kinder nicht geimpft, müssen die Eltern mit den nicht geimpften Kindern 7 Tage in Quarantäne, auch wenn die Eltern geimpft sind. Und
ja, da darf man halt auch nicht vergessen, wenn eine Familie einreist und vielleicht jetzt Papa, Mama geimpft ist und die Kinder nicht, weil jünger als 12 oder wie auch immer, und die Kinder werden dann positiv auf Covid getestet in Thailand, dann geht dann auch die ganze Familie in Quarantäne. Also da, es ist, ich meine, für mich selber auch extrem schwierig dazu was zu sagen, weil einfach noch zu wenig bekannt ist in diesem Bereich Einreise mit Kindern, aber vielleicht ist es aktuell noch nicht der richtige Zeitpunkt, um mit Kindern einzureisen, solange man hier nichts genaueres weiß. Hoffen wir mal, dass ab dem 1. November mehr bekannt wird oder sonst dann vielleicht am 1. Dezember oder spätestens dann hoffentlich im Januar. Aber da muss halt jeder selber für sich entscheiden, ob er das Risiko auf sich nehmen möchte. Ja, das ist das, was wir bis jetzt haben. Und denkt bitte dran, Leute, ich mache so viele Videos zu den Einreisebestimmungen. Schaut euch die anderen Videos auch an, weil eure Fragen sind meistens schon in den vorherigen Videos beantwortet worden. Das war's von heute. Grüße aus Thailand.